Fastest du? Nein. So habe ich eigentlich die letzten Jahre immer darauf reagiert, wenn mir diese Frage gestellt worden ist. Ich konnte mit dieser Fastenzeit eigentlich gar nicht so viel anfangen. Ich wusste, klar, die Fastenzeit wird auch Passionszeit genannt und wir denken da an das Leiden Jesu vor seiner Kreuzigung. Doch ganz ehrlich, meine ersten Gedanken waren eigentlich Verzicht auf Schokolade, auf Fernseh, auf Handy, auf Alkohol, auf Zucker. Und ganz ehrlich, jetzt nochmal verzichten? Wir haben doch die ganze Zeit schon verzichtet. Verzichtet auf Freundetreffen, auf Gemeinschaft, auf Umarmungen. Doch genau das ist der Punkt. Darum geht es nicht in der Fastenzeit, sondern ums Loslassen. Wir befinden uns gerade schon mittendrin und der Bibelvers, der über Aschermittwoch ist, der Start der Fastenzeit, heißt: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir laufen durch unser Leben oftmals mit Scheuklappen. Wir schauen auf unsere Füße und nur unserer Weg und alles läuft so ganz selbstverständlich dahin. Und auch die Wissenschaft sagt, ja, wir machen ganz vieles selbstverständlich, Rituale, Sachen, unser Leben läuft im Unterbewusstsein ab und wir denken gar nicht mehr so viel darüber nach. Und genau das ist dann so schwer zu verändern. Doch die Fastenzeit möchte genau da nochmal ansetzen, seinen Blick zu ändern. Nicht nur seine eigenen Füße betrachten, sondern schauen, was ist denn eigentlich sonst noch? Was hält Gott denn sonst noch für mich bereit, was ich bisher gar nicht gesehen habe, weil ich nur auf meine eigenen Füße geschaut habe? Von was möchte ich mich eigentlich befreien? Was möchte ich loslassen? Vielleicht das Handy beim Essen oder Social Media noch kurz vor dem Einschlafen oder ganz gehetzt in den Tag zu stolpern, anstatt mit einer Tasse Tee, mit Yoga, einem Gebet oder mit der Bibel. Ganz ehrlich, die Fastenzeit gibt einen bestimmten Zeitraum vor. Es ist nicht so wie die Neujahresvorsätze. Die Neujahresvorsätze halten bei mir meistens so 2 Wochen, dann hat mich mein Alltag schon wieder eingeholt. Doch die Fastenzeit mit 7 Wochen gibt mir ein Ziel. Ein Ziel, wo ich bewusst meinen Blick nochmal ändern kann, meinen Fokus anders setzen. Frei sein für mich und mein Leben. Frei sein für meinen Glauben und für Gott. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche und noch eine gesegnete und behütete Fastenzeit.